Hallo zusammen, vor dem Kino ist für euch, wie immer, nach dem Kino. Heute mit dem Film White House Down. Ich habe noch eine ganze Zeit lang gebraucht, bis dass ich mir überlegt habe, was ich hier dann sage, weil meistens mache ich doch gegen Ende von dem Film, mache ich mir schon Gedanken, worum dann überhaupt geht. Ja, aber der Film, muss ich sagen, anfangs etwas langweilig, Palaver hin und her, ist halt Vorgeschichte, um die ganze Sache etwas spannend aufzubauen. Ja, gut. Und dann jetzt, 20 Minuten später nach dem Film, worum geht es im Film? Kann man schon so ganz kurz und knapp kann man sagen, es geht um Geld und um Macht. Da ist einer, der kann den Hans nicht vollkriegen, wie das ja oftmals der Fall ist. Und der will halt gerne den Präsidenten, auf gut Deutsch gesagt, stützen. Da der halt an die Macht kommt und ja. Und dann ist halt der Secret Service da von der oberste Mann, der spielt dann eine Rolle und hin und her. Und ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Ich kann sagen, der Film hat mich absolut gepackt. Anfangs viel Palaver, aber das ist ja Vorgeschichte und so baut man die Spannung auf. Also lohnt sich auf jeden Fall, diesen Film zu sehen. Der ähnliche Film, zum Beispiel Olympus Has Fallen, ist ja vom Prinzip her selber, geht im Weißen Haus, geht zur Sache und so weiter und knallschwer. Der Unterschied zwischen den beiden Filmen ist einmal die Filmlänge, da der White House Down doch relativ lange geht, so 2,5 Stunden ungefähr oder knapp 2,5. Der Olympus Has Fallen nicht ganz so lang. Olympus Has Fallen, absolut geiler Actionfilm. Der Unterschied ist halt, bei dem White House Down, da gibt es halt noch ein paar Szenen dabei, die sind relativ lustig. Und bei Olympus Has Fallen kann man fast sagen, ist durchweg harte Brechstange angesagt, was hier halt zwar auch viel vorkommt und absolut geile Szenen da sind, aber wiederum sind da Szenen bei, jo, da kann man mal so ein bisschen lächeln, herzhaft nicht lächeln, aber man kann so ein bisschen in sich rein lächeln. Mir persönlich gefiel es sehr gut, ich gebe dem Film eine 2+. Gefiel mir sehr gut. Was könnte ich dann mal für eine Szene erzählen? Eine geile Szene war, nachdem das Weiße Haus halt besetzt war und hin und her und diskutiert und die ganzen Chefs labern, was könnte man dann machen? Da haben sie dann die Delta Force, so eine Spezialeinheit haben sie da hingeschickt. Die sind im Tiefflug unterm Radar durch die Stadt Richtung Weiße Haus geflogen. Und dann hatten sie da so eine Javelin. Das ist halt so eine Rakete, so eine Art Wärmesuchrakete, die das Ziel automatisch verfolgt. Und so haben sie halt die Delta Force mit ihren 3 Hubschraubern alle nach und nach platt gemacht. Szene fand ich geil, hammerhart, hat sich gelohnt, den Film zu sehen. So, dann würde ich mal sagen, bis die Tage. Ach übrigens, der Film lief heute Abend für mich in Cottbus. Ich war doch mal in Dunkeldeutschland bei Freunden zu Besuch. So, dann würde ich mal sagen, bis dahin, schöne Feiertage, guten Rutsch und frohe Ostern. Wir hören uns. Bis dann. Tschö mit dir.